Keine Freundin, keine Zuneigung, kein Sex. Das kann ganz schön frustrierend sein und bei manchen Männern schlägt das sogar in Gewalt um. Wie es dazu kommt und was wir dagegen tun können, das klären wir jetzt. Herzlich willkommen bei Die Spur. Meine Kollegin Viktoria und ich widmen uns hier den wichtigsten Recherchen des investigativen ZDF-Doku-Formats Die Spur und stellen uns vor allem die Frage, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Deswegen, es geht ja auch um euch, also Kanal abonnieren, Glocke an und los geht's. Sexismus im Internet, dass es den gibt, muss ich wahrscheinlich keinem von euch erklären, aber manchmal schwenkt er in extremen Hass um und das kann ziemlich heftig werden. In sogenannten Incel-Foren rotten sich hasserfüllte Männer zusammen. Incel, das steht für Involuntary Celibate, also unfreiwillig im Zölibat. Also Männer, die keinen Sex haben. Incels glauben, sie hätten aufgrund ihres Geschlechts ein Recht auf Sex mit Frauen. Und weil sie aber keinen Sex haben, hassen sie sich selbst und vor allem Frauen. Feminismus, das sei der Grund für ihre Lage und sowieso auch der Grund allen Übels. Und was in diesen Foren so abgeht, das haben sich unsere ReporterInnen Vicky und Bene mal für Die Spur angeschaut. Zwei Klicks und schon bin ich drin im weltweit größten Incel-Forum. Worüber reden Menschen, die noch nie Sex hatten und dafür alleine das andere Geschlecht verantwortlich machen? Die Welt, auf die ich hier stoße, ist geprägt von Wut und Hass auf dich selbst und auf andere. Viele der Dinge, die hier gepostet werden, dürften normale User bereits als schlimm erscheinen, sind aber oftmals nur die Spitze des Eisbergs. Insgeheim stehen Frauen doch auf Vergewaltigungen. Das ist ihre größte Fantasie. Eines Tages möchte ich jemanden töten. Beruflich habe ich ganz schön viel mit Extremisten zu tun, schon seit vielen Jahren. Aber dieser Hass, der mir hier in diesen Incel-Foren begegnet, der ist auch für mich neu. Okay, das ist alles schon ziemlich hart. Und ich verliere bei sowas immer schnell auch den Glauben an die Menschheit. Es kann ja nicht so bleiben, irgendwas muss sich verändern. Und dann stelle ich mir die Frage, was können wir tun gegen Sexismus und Frauenhass im Internet? Lass uns mal kurz rauszoomen. Incels gehören zur sogenannten Manosphäre. Das setzt sich aus den englischen Begriffen Man für Mann und Sphere für Bereich zusammen. Manosphäre, das ist ein loses, antifeministisches Netzwerk aus verschiedenen Gruppen, die vor allem eins eint: ihr Hass auf Frauen. Incels gehören eben dazu, selbsternannte Männerrechtler und Pickup-Artists. Männer, die glauben, Frauen sind Beute und sollten für sie verfügbar sein. Einer der bekanntesten von ihnen, Andrew Tate. Auf TikTok haben Videos mit ihm über 13 Milliarden Klicks. Videos, in denen er darüber spricht, Frauen zu schlagen, auszubeuten und zu benutzen. Tates Accounts wurden zwar von Meta, von YouTube und von TikTok gesperrt, aber auf Twitter ist er immer noch aktiv und hat 7 Millionen Follower. Und auch wenn er auf den anderen Plattformen gesperrt ist, sein Content wird ja von seinen Fans immer weiter verbreitet. Mein Team und ich wollten wissen, welche Erfahrungen ihr schon mit Sexismus im Internet gemacht habt. Dafür haben wir euch auf unserem Instagram-Kanal gefragt, ob ihr schon mal Frauenfeindlichkeit auf Social Media begegnet seid. 89% von euch haben darauf mit Ja geantwortet. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wir wollten von euch auch wissen, wie ihr denn damit umgeht. 56% sagen, dass sie die Kommentare melden, nur 5% haben gesagt, dass sie die VerfasserInnen manchmal darauf ansprechen und Anzeige hat von euch noch keiner erstattet. Ganze 40% haben geantwortet, dass sie gar nichts unternehmen. Dazu hat uns auch eine Userin geschrieben und erzählt, dass sie sich bei dieser Menge an Kommentaren auch oft einfach machtlos fühlt und gar nicht weiß, wo sie anfangen soll. Und das verstehe ich auch so ein bisschen. Ehrlich gesagt, ich schaue mir solche Kommentare auch meistens nicht an und solche Videos versuche ich einfach weiter zu klicken, weil ich weiß, das macht mich eh nur wütend. Klar, manchmal wird mir das trotzdem in die Timeline gespült, meistens aber nur, weil das Leute aus meiner Bubble kommentieren. Josi zum Beispiel. Auf ihrem Kanal geht es um Themen wie mentale Gesundheit und Feminismus. Und sie macht auch so Videos, wo sie auf frauenfeindlichen Content reagiert und den einordnet. Mit ihr spreche ich jetzt. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Josi. Was ist das denn für Content, auf den du da so reagierst? Ja, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also es ist schon ganz gut zusammengefasst. Es sind meistens sehr antifeministische Videos. Also viele sagen wirklich wortwörtlich, sie wollen Frauen gewisse Rechte entziehen. Ich hatte letztens ein Video, wo ein Mann gesagt hat, er möchte, dass Frauen nicht mehr das Wahlrecht haben. Das ist so eine Spalte, aber auch einfach ja, total sexistisch. Ne? Eine Frau darf nicht mit vielen Männern schlafen, der Mann aber schon. Oder wenn Frauen permanent für irgendwelche Lebensentscheidungen, die andere eigentlich gar nicht beeinflussen, verurteilt werden. Das sind so die Themen. Wie reagieren denn diese Männer und deren Follower auf deine Videos? Ich kann mir vorstellen, dass der Ton in deinen DMs nicht super freundlich ist. Also ich muss sagen, dass die
Hasskommentare relativ human ausfallen. Also es sind nicht so viele, wie man das vielleicht erwarten könnte. In den Kommentaren, wo man ja nicht so viel Platz hat, da ist dann oft sowas wie, geh zurück in die Küche, halt deine Fresse, du laberst nur Scheiße, so eine Sachen. Und in den DMs, in den Privatnachrichten, die ich bekomme, wo man ein bisschen mehr schreiben kann, dann ist es wirklich teilweise auch schon so gewesen, dass Männer geschrieben haben, ich werde dich finden, ich werde dir wehtun, um es jetzt mal nett auszudrücken. Oder ich hatte auch schon mal eine Nachricht, wo jemand geschrieben hat, man muss mich stoppen, also so als wäre ich eine Gefahr und das auch notfalls mit psychischer oder physischer Gewalt. Alles sowas, also wirklich Gewaltandrohungen. Was sind denn das für Typen? Sind die dir vorher schon aufgefallen? Genau, also wenn ich so sehr krasse Hassnachrichten bekommen habe, wo mir wirklich ja mit körperlicher Gewalt gedroht wurde, dann habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass das Verhalten von den Männern im Vorfeld schon so ein bisschen obsessiv war. Also das waren meistens nicht Männer, die aus dem Nichts aufgetaucht sind, sondern Männer, die im Vorfeld schon ja, jedes zweite Video kommentiert haben, ständig kritisiert haben und dann vielleicht auch schon mal hier und da eine Privatnachricht geschrieben haben. Ich habe nie darauf reagiert. Und dann war bei denen, warum auch immer, irgendwann das Fass übergelaufen. Und dann kommt wirklich, ich finde dich, ich tue dir weh oder was auch immer. Also ich denke auf jeden Fall, dass da ein ganz ausgeprägter Frauenhass hintersteckt. Und gerade in diesem Fall, wenn da im Vorfeld dieses obsessive Verhalten ist, kann ich mir vorstellen, dass die Egos von diesen Männern so unfassbar fragil sind, dass die mit dieser ja, vermeintlichen Ablehnung überhaupt nicht klarkommen. Was machst du denn selbst, um dich vor solchen Anfeindungen zu schützen? Und hast du vielleicht auch Tipps für unsere Community? Ja, also was ich jedem erstmal empfehlen kann, auch für den eigenen Seelenfrieden, ist, so eine Leute auch einfach wegzublockieren. Dafür braucht es keinen großen Mut, das erfordert nicht großen Tätigkeiten. Das geht ganz schnell und hilft schon sehr. Wer aber die Kraft hat und auch den Mut hat, kann sowas natürlich gerne auch immer zur Anzeige bringen. Oder was ich auch oft sehe, ist, dass ich werde auch verlinkt unter solchen Kommentaren und da kommt irgendwie sowas wie, Josi, hilf mal hier bitte. Das kann man natürlich auch machen, ne? Dass man andere große Creatorinnen markiert. Ach krass, ja, okay, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist natürlich ein guter Tipp mit dem Markieren. Wie ist das denn mit dem Anzeigen, wenn es mal krasser wird? Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht? Ja, ich habe schon mal jemanden angezeigt wegen einem Kommentar, was ich bekommen habe, wo ich beleidigt wurde. Ich habe aber den Fehler gemacht, das ist vielleicht ein guter Ratschlag. Ich habe darüber ein Video gemacht, ich habe das öffentlich gemacht, dass ich die Person angezeigt habe. Und daraufhin hat die Person alles gelöscht, das Konto gelöscht, die Kommentare gelöscht, alles gelöscht. Ich hatte zwar auch Screenshots, aber es ist dennoch relativ schwer, dann diese Person zu ermitteln. Also macht immer Screenshots, behaltet es aber vielleicht für euch. Es muss nicht jeder wissen, dass ihr gerade anzeigt, damit diese Person auch nichts löscht und dass es einfach leichter zurückzuverfolgen ist. Zum Abschluss, was würdest du dir denn wünschen, wie mit solchem Hate-Content und auch Kommentaren umgegangen wird? Also ich würde mir vor allem von den sozialen Medien wünschen, dass die da besser durchgreifen. Also das habe ich erlebt und ganz, ganz viele andere Creatorinnen, dass feministischer Content relativ schnell gelöscht wird. Zum Beispiel auch Reaktionsvideos auf sexistischen oder misogynen Content, das wird gelöscht. Aber die Originale, die ja wirklich frauenverachtend sind, die bleiben oft online bestehen. Also da läuft irgendwie was falsch, dass frauenverachtende Dinge online bleiben dürfen, aber die Kritik an dem wird gelöscht. Also da wünsche ich mir einfach, dass da härter und an der richtigen Stelle vor allem durchgegriffen wird. Super Tipps von Josi. Blockieren und melden, das hat man ja schon so ein bisschen im Kopf. Auch eine gute Idee, wenn man Videos mit sexistischem Inhalt sieht und sich selber nicht traut, dann Leute mit einer großen Reichweite in den Kommentaren markieren. Und immer Screenshots machen, aber die Person nicht darüber informieren. Damit man, wenn man wirklich mal jemanden anzeigen will, Beweise hat und das Ganze zurückverfolgen kann. Aber irgendwie kann es ja auch nicht richtig sein, dass die ganze Verantwortung auf die User abgewälzt wird. Das ist doch super unfair. Josi sagt das ja auch, es braucht einfach stärkere Regeln im Netz. Dazu gibt es übrigens auch ein paar Petitionen, die ihr unterschreiben könnt. Das Ding ist nur, im Fall von Andrew Tate haben die sozialen Netzwerke ja schon stärker durchgegriffen als gewohnt, aber seine Reichweite bleibt trotzdem groß, weil seine Fans seinen Stuss einfach weiter verbreiten. Und diese Leute, die so tief in diesem Denken drinstecken, wieder rauszuholen, ist super schwierig. Das kann auch schnell richtig gefährlich werden. Das hat Tobi erlebt. Der ist in die Incel-Szene abgetaucht und hat versucht, Incels zu helfen, wieder auszusteigen. Unsere Reporterin Vicky hat sich mit ihm getroffen. Warum wolltest du in unserem Interview nicht erkannt werden? Die Community um die Incels herum, ja, haben sich schon in den letzten Jahren halt drastisch, meiner Meinung nach, radikalisiert. Und ich glaube auch, dass es da einige Leute gibt, die auch durchaus bereit wären, solche Leute wie mich mundtot machen zu wollen, auf die eine Art und Weise. Wurdest du in der
Vergangenheit schon mal bedroht von den Incels, von der Incel-Community? Also online auf jeden Fall, via Discord und auch über andere Social-Media-Profile. Tobi engagiert sich gegen Rechtspopulismus, ist zufällig auf die Incel-Foren gestoßen. Die Posts hat er zunächst nicht ernst genommen, sich dann tiefer mit den Menschen beschäftigt, um sie zu verstehen. Und habe dann halt angefangen, mich mit Incels auseinanderzusetzen, also mit den Personen dahinter, nicht nur mit der Ideologie. Und ich habe dann gemerkt, dass viele von denen halt unglaublich abgehangen sind, keinen sozialen Rückhalt haben, überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise sozialfähig sind und das vielleicht auch nicht gelernt haben. Dies scheint ein wichtiges Kennzeichen der Gruppe zu sein. Bei unseren Recherchen begegnet uns immer wieder ein ähnliches Profil. Aber nicht nur das. Es gibt eine große Schnittmenge zwischen Rassismus und Inzeltum, habe ich festgestellt. Also Leute, die Ethnostaaten aufbauen wollen, die alle Schwarzen vergasen wollen, die Homosexuelle vor die Wand stellen wollen, sie erschießen und dann Frauen halt zum Geschlechtsverkehr zu zwingen. Also da war alles dabei von wir müssen alle Frauen ermorden, bis wir müssen Frauen versklaven und sie zu absoluten Sexobjekten machen. In den Chats hat er Vertrauen aufbauen können und sagt, dem einen oder anderen habe er geholfen, das Trauma, den Hass und das Inseldenken zu überwinden. Komplett verrückt, oder? Tobis ganze Geschichte und wie krass Frauenhass ausarten kann, das seht ihr in der ZDF-Mediathek. Unsere ReporterInnen Vicky und Bene sind da ganz tief in die Incel-Szene eingestiegen. Vicky ist zum Beispiel nach Plymouth gereist, wo ein Incel 2021 6 Menschen getötet hat. Auf diesem Kanal gibt es jede Woche Videos zu den investigativen Reportagen von Die Spur aus der ZDF-Mediathek. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ciao, Leute.